Ja, es ist jetzt sehr befremdlich, diese Position, lieber Fensterkiller. Du willst es doch auch. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Gut, dann baue ich hier mal fertig. Hier habe ich Fensterrahmen gemacht mit diesem coolen polierten Andesit. Ich glaube, die muss ich gleich killen. Natürlich. Hier machen wir wieder zu. Nach bestem Wissen und Gewissen. Zack. Gut, Glas brauchen wir mehr, als wir vermutet haben wahrscheinlich. Ja, wir bauen diesen unwirtlichen Felsen schön langsam zu unserem Heim aus, Leute. So wird das was. Es reicht genau. Jawohl! Nice. Sieht nicht mal schlecht aus. Doch. Danke. Bitte. Merci beaucoup. Ich weiß sogar, was das auf Schwedisch heißt. Ich bin toll. Glückwunsch. Ich bin toll. Aber ich sag's euch nicht, Leute. Schreibt's mir in die Kommentare, ob ich euch sagen soll, was sehr gut auf Schwedisch heißt. Genau. Nein, Schmarrn. Vielen Dank auf Schwedisch heißt. Ich sag's euch. Tack so mycket. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. I like coal. Ich werde jetzt diesen Raum hier ein bisschen ausbauen. So. Get out of my way, bitch. Das sagt man nicht. Ich hab gemeint, du hättest hier die, was hast du, die Spracheinstellung auf explizit gesetzt oder irgendwie sowas? Von Minecraft Islands, da habe ich eine YouTube-Show erstellt und die Spracheinstellungen sind da auf Kraftausdrücke eingestellt. Ja, genau. Man muss einfach sich alle Optionen offen lassen, wisst ihr, Leute? Genau. So muss dat. So muss dat. So. Was mache ich jetzt eigentlich? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Ich könnte dir einfach zusehen und dann lächeln dabei. Okay. Oh Gott. Hören wir lieber auf damit. Ja. War furchtbar. Oh, Skeletone. Skeletone. So. Was baue ich da für eine Scheiße? Mal ganz ehrlich. Was baue ich da für einen Scheiß? Ein Scheiß. Ach ja. Decke ist hässlich. Ey, Mann. Die mache ich, glaube ich, mit Holz oder so. Oh, nice. So. Ah, hier ist der Eingang. Hier machen wir den Spawner-Raum. Genau, da müssen wir irgendwie mit Wasser und so weiter eine XP-Farm machen. Wird ziemlich schön hier, ja. Oh ja. Muss ich zugeben. Es wird ziemlich leiwand hier. Leiwand. Genau. Leiwand is the way to go. Nein, Schande über mein Haupt. Jetzt wartet mal, wie mache ich das jetzt am blödsten? Gar nicht. So nicht. Fail. Genau. Ach Gott. Gottler. Ist es ein Zombie oder ein Skelett-Spawner? Zombie. Ah, schade. Schade. Weil die Skelette, die droppen ja eigentlich Knochen mit Knochenmehl und das wäre eigentlich viel effizienter, ja. Nutzbarer. Genau. Kann ich es ändern? Nein. Wahrscheinlich nicht. Genau, eben. Oh, er ist zugebaut. Okay. Dann hör auf zu heulen. Stop howling. Howling. With Christopher Rowling. Nein, was? Komm zu mir, Andesit. Ich
brauche dich. Do your thing. Internet, do your thing. Genau. Dann wird das hier einfach ein Raum. Ein Lagerraum. Mein Lagerraum. Unser Lagerraum. Mein Lagerraum. My storage place room shit. Genau. Genau. So viel zu Kraftausdrücke an, ne? Genau. Ah, diese frische Febreze-Luft hier zu Hause in dieser schönen Höhle. Genau. Product Placements, ja. Genau. Ich meine, irgendwie muss man ja das YouTube-Money verdienen. Ja, irgendwie schon, ja. Febreze, ja, genau. Oh Gott. Ach, zu Febreze fällt mir ein Witz ein. Und zwar, es war einmal der kleine Fensterkiller. Oh Gott. Und der Fensterkiller, der hat seine Freundin zum Essen erwartet. Oh Gott. Dann kam es natürlich dazu, wie es in der Natura des Fensterkillers liegt, dass er dazu beigetragen hat, indirekt die Klimaerwärmung zu begünstigen, indem er einen fahren gelassen hat. Und ja, nun natürlich. Ist es natürlich so, wenn man einen fahren lässt, dass es furchtbar stinkt. Der kleine Fensterkiller ist ja jetzt auch kein Unmensch und will es nicht seiner Freundin antun. Somit entscheidet er sich dafür, dass er jetzt das neue Febreze Waldnadelduft im Raum versprüht. Als er dann sich sicher ist, dass es genug ist, hört er wieder auf zu sprühen. Thunder. Okay, jetzt weiter im Text. Also, er hört auf zu sprühen. Und da klingelt auch schon seine Freundin an der Tür. Ja, dann fragt er so, ja. Riechst du was? Riecht doch gut, oder? Super, ne? Das neue Febreze. Dann sagt seine Freundin. Entschuldigung. Okay. Dann sagt seine Freundin. Kommt vor. Hier riecht's, wie wenn jemand in den Wald geschissen hätte. Auf einer warmen Begebenheit, meine Freunde. Auf einer warmen Begebenheit. Oh mein Gott. Ja. Das sieht scheiße aus. Ja, stimmt. Stimmt. Sehe ich von hier. Das tun wir wieder weg, Leute. Das tun wir den Menschen hier nicht an. Dieser einsamen Insel. Ach ja. Oder aber ich habe keinen Sand mehr. Genannt. Ich kann mir das nicht leisten. Wisst ihr was? Ach, ich habe ja schon Stein hier drin. Super. Das ist super. Ich habe hier mal unseren Eingang ein bisschen geschmückt. Sehr gut. So lobe ich's mir, lieber Fensterkiller. Gut, wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Oh, Fenster. Oh, ja. Ist was kaputt? Nö. Oh. Bitte was? Nö, nix kaputt. Nein. Nö. Never. Never ever. Never ever kaputt. Zerstört. Die streut. Den Boden machen wir mit Holz, oder? Damit wir auch was Organisches hier drin haben. Ja, genau. Finde ich gut. Das finde ich nicht so schön hier. Das tun wir weg. Jawohl. Gut, das hier oben ist noch ein bisschen hässlich. Ja, normalerweise baue ich ja, Alter, wie mich einfach alles an Werkzeug verlässt, was ich jemals gebaut habe. Niemand will mich mehr. Kann ich verstehen. Böse. Böser Junge. Bad Boy. Du musst jetzt so ein Ding machen wie bei Ape Crime immer. Böser Bube oder so. Ja, genau. Böser Bube. So ein Meme. Genau.
Oh Gott. Ape Crime. Ja, ein bisschen andere YouTuber sponsern. Genau. Dass die auch ein bisschen von unseren Abonnenten profitieren. Genau, von unserem Fame. Genau. Da können sie ein bisschen hochziehen. Einen kleinen Schluck bekommen. Von unserem Meer an Fame. Ja, weitere Wort vergessen hier einfügen. Fachwort für... Fabulous! Na, oder was? Hyperbeln, das waren Übertreibungen. Aber da gibt's ja, noch was. Die Meta. Irgendwas mit Meta. Metamorphose, nein. Nein, nicht ganz. Keine Ahnung. Wo man bildlich sich irgendwas vorstellt. Metapher. Beispiel, Metapher, genau. Oh. Genau, weitere Metaphern hier einfügen. Genau. Ja. Oh Gott. Ich fange dann mal dezent an hier mit dem Boden. Dezent. Ah. Dieser frische Febreze-Duft. Wunderschön. Ach, das Andesit kann ich noch mitnehmen. Man glaubt es nicht, ich habe Andesit für was verwendet. Das erste Mal in meinem Minecraft-Leben. Hm. Dass Minecraft ich es nicht ins Feuer geschmissen habe. Ach, Minecraft-Leben, guckst du das? Nee. Ich hab's mal geguckt. Mhm. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Es fesselt mich nicht. Um was geht's denn da? Die haben sie einen Server gemacht, der Unge, German Let's Play und ein paar andere. Mhm. Ja, und da laden sie halt immer Zuschauer ein als Spieler. Mhm. Praktisch ein Whitelist-Server, wo die dann immer auf die Whitelist kommen und dann auch mitspielen können. Ist ziemlich cool eigentlich. Das könnten wir abkupfern, oder? Ja. Okay. Also Leute, wie gesagt, die E-Mail-Adresse steht im in der Beschreibung. Genau, bei mir auch. Wo ihr euch bewerben könnt. Für unsere schlechte Sache. Ja. Ach, ich muss was essen. Freude der Nacht. Das ist eine sehr spannende Folge. Hat gerade die Welt gerettet. Saved the world. Wie geht's eigentlich Schnucki 1, Schnucki 2, Schnucki 3? Alle Wann kommt noch Schnucki 4? Am Leben. Oh, stimmt. Sehr gut. Diese Inzuchtbande, ha? Genau, gibt's denn. Unverschämt. Schnucki. Ich glaube, wenn man das in echt machen würde, dann hätte Schnucki bald einen zweiten Kopf. Mindestens, ja. Könnten wir austesten. Nein. Aber nicht mit Schafen. Wo bist du? Ich hau dich. Ich hab Andesit gefunden. Ui, toll. Okay, diese Stimme war es eher nicht. Ja, geil. Ja. Mhm. Oh Gott. Gut. Okay. Was wollte ich jetzt tun? Ah. Was du tun wolltest, sehen wir in der nächsten Folge. Ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, also dann Leute, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid immer noch dabei. Wenn es heißt, dieser Ofen hat eine Erektion. Okay, ja, gut, wenn genau. Es heißt, let's play Minecraft Islands. Genau. Ne? Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss. Habt eine schöne Zeit. Ja, genau.